So, hallo liebe Freunde und damit herzlich willkommen zu Minecraft Shanghai. Battlefield 4, Minecraft, was auch immer. Damit hätte ja niemand mehr gerechnet, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist, dass ich mal darüber ein Video gemacht habe. Und das liegt eigentlich nur daran, dass ich meine Minecraft-Welt momentan sortiere. Und ich muss erstmal das FOV ändern, bevor mir hier noch schlecht wird. Ich habe es eigentlich nur für die coole Gegenüberstellung gemacht. Hier ist jetzt ein hippes Auto. Ich habe mir die Map schon lange nicht mehr angeguckt. Und die habe ich auch gerade erst wieder durch Zufall eigentlich gefunden. Und der hat echt einen fetten Hexpoiler. Und ich überlege, ob ich da mal den Download-Link aktualisiere. Ich mag jetzt Shader, wenn es an den Glasfassaden reflektiert, das ist echt cool. Denn ich wollte heute eigentlich mal ein Video machen, wie ich die Geschichte meines Minecraft-Baustils quasi durchgehe und alle meine Maps. Das könnte ein bisschen Arbeit werden, aber naja, gut. Beziehungsweise nicht alle meine Maps, aber eigentlich alle meine Mittelalter-Maps. Ja, das war auf jeden Fall hier links gerade der schwarze Camper-Turm. Und hier ist die komische Einkaufspassage, durch die man so cool mit dem Panzer mal durchfahren kann. Und ich habe mir mal gerade überlegt, mit dem Boot hier runter zu gurken. Wie man das wahrscheinlich niemals im Battlefield macht, weil das tödlich wäre, hier mit dem Jetski lang zu fahren. Weiß gar nicht, ob ich, wie weit ich das letztes Mal fertiggestellt war. Ich habe übrigens auch noch, glaube ich, ein paar Waffenskins gemacht. Ich glaube, es waren letztes Mal nicht so viele. Bin mir da aber auch jetzt nicht sicher. Also, keine Ahnung. Da sieht das alle in Action. Ist aber auch so lange her. Deshalb weiß ich es gar nicht. Weiß auch gar nicht, ob das hier schon alles eingerichtet war oder was weiß ich. Oder ob die Aufzüge schon funktioniert haben. Und, was? Das Licht flackert. Leute. Das verdammte Licht. Naja, egal, wir fahren mal mit dem Aufzug nach oben. Wenn die Tür aufgeht. Na, egal. Das ist ein bisschen buggy. Ich weiß nicht, ob das an der Welt liegt oder was auch immer. Ich weiß gar nicht, wie nah das jetzt hier rankommt an die Aussicht aus Battlefield 4. Ich habe es noch nicht genau analysiert seitdem. Ich weiß auch gar nicht, ob ich hier dran weiterbaue. Aber wir heben mal hier die Sniper auf und snipen die hinten alle weg. Bam, Junge. Ja. Also funktioniert es nicht. Ich habe sogar die Hochhäuser hinzugefügt. Das ist schon krass. Schon krass. Krasse Sache. Ja. Ansonsten ist hier nicht sonderlich viel passiert. Da hätte man natürlich jetzt zur Shopping Mall springen können. Hier öffnet sich eigentlich ein Aufzug. Und die Fenster sind sauberer als die auf Dawnbreaker. Zumindest immer aus das Misa Texture Pack. Und wir machen mal auf die coolen Kids, die hier immer runterspringen. Auf das komische Vorder von D. D oder B? Ich glaube, es ist B. Weil die Dingens da ist D. Aber ich wollte jetzt noch einmal zeigen. Ich habe mir nämlich gerade das Video mal noch mal kurz angeguckt. Hier hängt übrigens jetzt eine Map. Das Interieur hat die letztes Mal nicht gezeigt. Ich meine, wir haben es jetzt ausreichend gesehen. Die Meldung übrigens habe ich auch wegbekommen. Und ich hatte da gesagt, dass ich jetzt häufiger mal Updates mache, was natürlich eine Lüge ist. Ich weiß halt nicht mal, ob ich hier dann weiterbaue. Weil, sonderlich motivierend finde ich halt moderne Gebäude nicht. Also so antike Tempel finde ich noch ganz okay. Oder halt Mittelalter. Ansonsten finde ich es schwierig, was anderes zu bauen in Minecraft. Und würde mal sagen, ich fange ja gleich mal mit dem Video an, mit dem, was ich mir eigentlich vorgestellt hatte als Hauptteil. Bis gleich. Ja, hier fängt mal mehr oder minder primitiv an. Das heißt, Default Look of Minecraft hier reingehauen und meine erste Welt geladen. Ja, das ist meine ursprüngliche Welt, meine Rumexperimentierwelt. Mit diesem hochprofessionellen Haus. Sondern nochmal nur aus Glas, Dirt und Holz besteht. Naja, gut. Nicht jeder ist ein Profi am Anfang. Gecheatet habe ich schon früher in einem Goldtempel. Was ist da überhaupt mit der Tür los? Das ist total gut, wenn man alte Minecraft-Welten lädt. Ah ja. Katze? Okay, Katzen gab es also schon. Hallo, ich verstehe die Tür nicht. Oh, eine Kopf in der Wand. Ich glaube, wir müssen sie von ihrem Leiter lösen. Na gut, vielleicht nicht. Jetzt ist es geschafft. Kann sie auch nicht benutzen, also keine Ahnung, was mit der ist.
Verstehe ich irgendwas faul? Haben wir einen Fisch? Wir haben keinen Fisch. Nur Kacke hier im Inventar. Keine Ahnung. Oh. Hier ist Wasser. Okay. Guck mal, der krasse Landsflare hier. Hier wird so J.J. Abrams Streifen. Hier ist der Hauptsaal, der große Saal, keine Ahnung, was auch immer. Den finde ich ganz cool eigentlich. Aber ich bin mal gerade auf die andere Seite gelaufen. Ich glaube, hier gibt es auch nicht so viel, sich anzugucken. Ja, immerhin sind die Häuser eingerichtet. Da habe ich ja, weil ich habe damals schon fortschrittlicher als heute, naja. Da machst du nix. Geh mal auf eine andere Seite hier ran. Aha. Und, wow. Okay, hat ein T-60-Kopf oder so. Juckt ihn nicht. Hier ist das Büro. Boah. Hochkomplexe Redstone-Anlagen und eine Menge Dirt. Sieht man noch, dass sowas im Survival-Mode entstanden ist. Für Netherrack. Respekt. Krasser als Boden, Alter. Da sind wahrscheinlich früher mal richtig viele Tiere gespawnt. Das Nether-Portal funktioniert auch nicht. Ja dann. Nicht dann nicht, ne? Alles ganz schön vollgestellt hier. Ist ja echt schlimme Sache, ist das. Ich bin mal hier weitergelaufen. Hier ist ein Bahnhof. Mit hochkomplexen Schaltungen. Bin absolut fasziniert von der Komplexität dieser Schaltungen. Ah ja. Was? Diamantstraße. Mhm. Ja, irgendwann habe ich auch angefangen, coolere Texture Packs zu nutzen. Das ist das DokuCraft TSC Lite, glaube ich. Und da ist der Sternenhimmel natürlich mal mega Premium. Noch mehr gecheatete Sachen. So war das halt. Ja sogar einen Hafen. Also, ich habe mir quasi nichts geändert an der Art, meine Städte zu bauen, glaube ich. Was haben Aussehen vielleicht. Und, oh Gott, wie sieht denn ein Golem mit diesem Textwerk aus? Das ist ja grätzlich. So, und hier ist noch ein kleiner Park. Ist eigentlich alles ganz schön hier mit den Wegen und so. Aber vollgebaut habe ich das auch nie. In der Stadtmauer entlang. Und hier hatte ich immer eine Arena. Das war eigentlich was ganz Besonderes. Texture Pack wechseln. As usual, Alter. Das ist das Waldgeist Texture Pack. Ich weiß gar nicht, ob man das noch so bekommt. Aber wenn nicht, dann nicht. Ne? Natürlich schade. Ja, hier habe ich echt immer viel unterirdischen Random Shit gebaut. Aber wir gehen mal hoch. Und legen uns mal schlafen, das ist das Taktische. Das ist übrigens die usual Angewohnheit, das jedes Mal in den Chat zu schreiben. Ja, es ist jetzt hier echt alles nicht so spektakulär. Ich würde mal sagen, es ist wieder Zeit für einen Texture Pack Swap. So, jetzt sind wir mal auf dem, womit ich eigentlich immer spiele. Und, ja, ich weiß gar nicht, also meine erste Welt ist halt echt nicht die spektakulärste eigentlich. Also früher war das spektakulär in der Alpha und Beta, aber jetzt ist das halt echt nicht mehr so. Achso, es gibt nochmal eine komische Burg, die unfassbar viel Obsidian besitzt. Der natürlich gecheatet ist und eine Heldenarbeit war, wenn man sich verbaut hat, wieder abgerissen zu werden. Aber na gut, denn früher gab es noch keinen Creative Mode. Und ja, der hat auf jeden Fall so einen Krönungssaal und hier noch so einen Ballsaal. Ja, später habe ich die Map jetzt mal zu einem Server gemacht. Und da hat die sich auf jeden Fall hart verändert, wenn andere Leute und Freunde und so daran mitgebaut haben. Das war alles noch vor der Zeit mit dem schlechten Menschen und so. Das ist halt das schon so lange her. War halt echt Alpha- und Beta-Zeiten. Ja, in dem Bahnhof. Und da habe ich hier auch angefangen, eine Menge umzugestalten, auf alle Fälle. Ja, hier habe ich andere Dächer draufgepackt und keine Ahnung.
Das Stadtteil ist cool. Das gefällt mir echt gut. Aber dass das so alt ist. Das ist doch ganz gut gelungen. Oh Junge, ich habe hier sogar ein Dach drauf gemacht. Dann kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Arenen baue ich auch heute noch. Und was ist denn hier mit dem Chunk passiert? Ja. Holzgebäude. Die werde ich übrigens später nochmal kopieren. Ihr müsst mal darauf achten, wie häufig Gebäude bei mir an der Maps wieder auftauchen, weil ich die einfach mit MC Edit, World Edit, was auch immer kopiere und die Schematics einfach in eine andere Welt packe. Aber na gut. Ja, da hinten habe ich noch was gebaut. Achso, nicht zu vergessen natürlich. Ich habe schon damals angefangen, Schlösser zu bauen. Schlösser sind überlebenswichtig. Da hinten ist ein künstlicher Dschungel. Und da wäre dann potenziell die Stadt. Und wie häufig sich die Biome wechseln in diesen komischen Alpha-Beta-Welten. Naja. So, wir kommen auf Map 2. Und Map 2 fängt richtig episch an, eigentlich hier mit dem krassen Spawn. Da oben ist so ein komisches Ender-Teil. Und der ist eigentlich ein schlechter Original-Adrundal-Spawn-Klon. Wie auch immer. Da steht sogar Gronkh. Kann ich natürlich nichts für. Das Schwert da im Berg fand ich immer hip. Ja, die Wasserfälle hier und da hängt sogar so eine Maske. Und wir gehen immer mal legit hoch. Jetzt sind wir hier legit auf diesem Server anfangen. Denn ich habe diese Welten selber so lange nicht mehr besucht. Und werde die auch niemals zum Download freigeben. Also versucht gar nicht daran zu glauben. Und da oben hat es gebrannt. Die Burg hat gebrannt. Wahrscheinlich wegen diesem komischen Lava-Eimer hier, aber naja. Hier sind übrigens die Felder. Die sind echt fett. Die sind nicht manuell erstellt. Die sind auch mit World Editor erstellt. Da habe ich, glaube ich, immer Luft und Gras ersetzt oder so. Weiß gar nicht mehr. Oder Luft und Erde. Keine Ahnung. Seid gegrüßt, Reisender. Willkommen in der Hauptstadt vom SMC Minecraft-Server. Ja, so hieß er damals. Davon gibt es auch immer noch Videos. Das sind, glaube ich, die ältesten Videos auf meinem Channel. Und dann noch sortiert. Mauer und hohe Copyright bei The Mindfighters Drachenauge 1000. Ja, dann habe ich die auch nur gestohlen. Weil damals noch nicht so ein Meisterbauer. Strike LP. Also, das sind Userhäuser. Die sind nicht von mir. Denn, wie gesagt, ich hatte mal einen Minecraft-Server. Das ist aber schon recht lange her. Wie man hier sieht, Klonhäuser. Da hinten habe ich meine komische Burg. Zitadellengedöns nochmal. Und übrigens das Haus, was hier steht, dazu gibt es auch ein Video auf meinem Kanal. Eine Timelapse, wie das gebaut wird. Das ist auch eines meiner ältesten Videos, das werde ich auch nicht verlinken. Wenn ihr es sehen wollt, müsst ihr danach suchen. Der Hafen, hier habe ich dann auch angefangen, meine ersten Schiffe zu bauen. Zu dem mit den blauen Segeln, da hinten gab es auch ein Video. Das hier ist ganz schön hässlich. Und das Lustige ist, das hier ist die erste Map, auf der ich mein Schloss Versailles hatte. Und da hinten ist es. Hier, das Gebäude gab es übrigens auch schon auf der anderen Map. Fällt mir gerade ein. Und ein Stadion, das habe ich ja schon mal neu gebaut. Ich glaube, das war nie perfekt symmetrisch oder so. Deshalb habe ich das immer gehasst, weil da irgendwo ein Fehler war. Ich kann es aber heute leider nicht mehr sagen, wo der war. Funktioniert das noch? Ne, 3x3 Pisten scheinen heute ein bisschen anders zu funktionieren als früher. Naja. Aber jetzt bin ich übrigens im Stadion. Das ist echt fett. Ich glaube, so ein großes Stadion habe ich danach nie wieder gebaut. Hier sind Grundstücke. Ich kann mich erinnern, die waren auf dem Server voll. Da gab es auch noch viel mehr. Hier überall und so. Aber ich habe scheinbar nie das neueste, die neueste Version gehabt, denn ich habe all meine Saves durchsucht und da waren nie welche. Das ist gut. Das ist schön geworden. Wenn das ein Userhaus ist, ich weiß es nicht. Ich gehe mal davon aus. Das hier nicht so. Das hier schon. Aber manche Leute konnten doch scheinbar bauen. Ja, da machst du nix. Und diese Kirche hier ist übrigens nicht original. Denn so sah die Originalkirche aus. Das ist ein noch älteres Bild von der Map, was ich gefunden habe. Und während des Serverbetriebs habe ich quasi irgendwann mal die Kirche abgerissen, weil die auch echt von hinten verdammt hässlich war und nie fertig war und keine Ahnung. Und dann mal durch eine schönere Variante ersetzt. Und damit willkommen auf Map 3. Das ist schon Map 3. Ja, so sieht die aus.
hier mit dem Versalien. Das ist die Map, auf der ich es auch immer gezeigt habe, weil das ist die einzige Map, wo hier die gesamten Gärten sind, die ich mal gebaut habe, die ja nicht sonderlich realistisch sind. Aber man hat sich wahrscheinlich mal gefragt, wie geht die Stadt weiter und was ist nicht in dieser Galerie hier drin? Ich mag die total gerne immer noch. Vor allen Dingen, wenn hier das Licht so reinfällt. Naja. Das ist ja auch eigentlich nicht Sinn des Videos. Dafür kann man sich auch einfach irgendein verdammtes Versailles-Video von mir angucken. Hier immer noch die geklonten Mauern. So, hier ist ein Laden. Ist auch immer. Ich glaube, das war die Zeit, wo ich angefangen habe, alles total verwinkelt und so zu bauen. Ah ja. Ach guck mal, jetzt sind wir hier oben. Das ist hip. Das mag ich gern. Ja, da hinten ist eine Kirche, aber hier vorne ist auch noch eine Kirche. Es ist angeblich auch noch eine Baustelle, auch wenn es hier nicht so baustellenhaftig aussieht. Na gut, dann wird es wohl stimmen. Hier geht es auch noch hoch. Und runter. Da fehlen Blöcke. Früher habe ich viel mit Zap-IDs gebaut und Zap-IDs scheint es nicht mehr zu geben. Und das hier verstehe ich selber nicht. Das möchte ich gar nicht erklärt wissen. Hier ist eine Werft. Wofür man auch immer eine Werft bei so einem kleinen See braucht, aber naja. Juckt mich nicht. Bootsdispenser. Ich frage mich, ob der noch funktioniert. Einmal frei. Hundertprozentige Technologie. Das war jetzt die Kirche von innen. Falls es jemanden interessiert. Also die ist halt ein ganz anderes Kaliber. So groß war halt nie wieder eine Kirche, die ich danach gebaut habe. Und mich wundert es halt echt, hier sind echt verdammt viele Lücken drin, die mit der Zeit entstanden sind. Hier ist die Burg zumindest noch alle, die da hinten steht. Das ist ja schon mal was. Und hier stehen Gebäude. Ja, was ist das? Ah ja, unseriöser Laden für. Das ist natürlich eine präzise Angabe. Das hier wollte ich euch übrigens noch zeigen. Hier sind Kanäle, das ist jetzt nicht so spektakulär. Aber, da könnte man potenziell hochgehen, das ist ganz cool. Und dann ist das hier so ein bisschen verwinkelter und, ja, also ganz krass verwinkelt war das auf dieser Map zumindest nicht. Da gab es noch eine andere Map, die da ein ganz anderes Kaliber war. Und was das hier ist, möchte ich gar nicht erst erklären. Das hier wollte ich mal kurz noch zwischenhaken. Das ist Grand Bazaar aus Battlefield 3, das war mal nur ein Zwischenprojekt, das habe ich nie irgendwas auf YouTube gezeigt. Aus dem einfachen Grund, weil das hier ist quasi in einem Nachmittag entstanden. Ja, mit der komischen Banane, durch die man immer durchwaschen konnte. Gegner wunderbar zu flankieren. Ja, es war schon eine coole Map. Auf alle Fälle. Vielleicht sehen wir sie wieder in Battlefield 1. So unrealistisch ist es ja gar nicht. So ein komischer Bazaar. Habe ich schon mal mit Fenstern experimentiert. Aber naja. Da oben haben halt immer die krassen Dudes gehockt. Mit ihrem LMG. Und was auch immer. Ist ja nicht mein Problem. So, wir schlafen mal wieder. Denn wir sind jetzt hier auf Map 4. Und das ist wieder eine Survival-Map. Eine Koop-Welt, wie auch immer. Und das ist, glaube ich, die Welt, die ich so mit am längsten gespielt habe im Survival. Der Server war halt echt über Monate online. Wir haben halt echt verdammt nochmal eine ganze Menge gebaut. Sogar, ja. Und da habe ich mit dem schlechten Menschen mir quasi den Berg geteilt. Der hatte hier dann quasi seine Unterkunft und seinen Balkon. Und seine ganzen Schweine. Hier geht es übrigens zu ihm runter. Und hier gab es auch schon eine Hängebrücke. Die Hängebrücke werden wir später nochmal wieder sehen, in einer größeren und anderen Form. Ja gut, hier geht es dann runter in die Stadt. Und die Stadt war dann das erste quasi Großprojekt, was wir angefangen haben. Das einzige Großprojekt. Mit dem schwarzen Brett, was weiß es. Der große Plot-Twist. Und hier ist dann mit der Zeit auch ein Bahnhof entstanden. Der, nie wirklich. Oh, was? Das wollte ich nicht. Wie gesagt, der Bahnhof hat nie wirklich Nutzen erhalten. Hier haben wir mit Köpfen experimentiert. Das ist eine lustige Geschichte.
Da haben sich andere Leute darüber aufgeregt, dass wir dann cheaten. Ach, keine Ahnung. Ist einfach lächerlich gewesen. Teich stehen lassen, THX-RG-XRP. Daher kommt das THX-RG-XRP, auch wenn er das nie geschrieben hat, weil er nie auf diesem Server gespielt hat. Wobei doch, er hat einmal auf dieser Map und auf dem Server gespielt. Ja, für 3 Stunden oder so. Er hat dann sogar ein Video darüber gemacht, wie er hier rumläuft, wie wir ihm das zeigen. Aber nur gut. Das hier ist übrigens das Rathaus. Ich glaube, das ist. Genau. Das ist in diesem Bild leider nicht eingerichtet, weil das aktuellste Serverbild ich auch nicht besitze. Und ja, so ist das manchmal, wenn die Server verloren gehen, dann besitze ich immer nur noch irgendwelche veralteten Versionen. Und das ist die hier existierende Kirche. Ich habe mir gerade mal überlegt. Aha, hier ist gar nichts drin. Ich habe mir eigentlich mal überlegt, euch das hier zu zeigen. Das ist nämlich eigentlich die coolste Stelle. Zwar da oben ist meine Festung, meine Burg. Und hier geht's verdammt tief runter. Und bevor wir uns das angucken, gehen wir nochmal hier hin. Denn hier ist das Stadttor. Und hier sind Felder. Und die Felder sind echt hip. Stadt, Mühle, ja, die Mühle. Ich habe die extra viereckig gebaut und nicht versucht rund zu bauen, damit das ein bisschen mehr in Minecraft passt. So, ich bin jetzt hier nochmal auf die Brücke gegangen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal da runter. In den Höllenschlund. Na, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie wir das genannt haben. Hier sind wieder ominöse leerstehende Häuser. Da gibt es auf jeden Fall bessere Maps, wo ich die auch eingerichtet habe. Und mir fällt gerade auf, dass ich auf der Map davor euch gar nicht die Schiffe gezeigt habe, die im Hafen hätten gestanden sein. Aber jetzt ist es auch egal. Jetzt habe ich auch keine Lust mehr zurückzugehen. Hier geht es auf jeden Fall noch hoch. Da ist so ein Wasserreservoir. Und hier ist die SNOOP-Apotheke. Die war angeblich immer überlebenswichtig. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Hier hat er natürlich seinen Weed angebaut, wie es sich gehört. Sorry, HDXP. Ach, keine Ahnung, das ist der Mensch wahrscheinlich wieder irgendwas kaputt gemacht. Das will ich gar nicht so genau wissen. Das ist das absolute Labyrinth hier. Das kann ich schon mal official confirmen. Aber jetzt sind wir wieder hier. Kann mal sein, dann gehen wir mal hier runter. Übrigens hier ganz unten in der Kelleretage verläuft man sich grundsätzlich. Ich glaube, wir haben es hier rausgeschafft aus einem der Gebäude. Das ist übrigens cooler ohne Shader, weil der Shader echt ein bisschen komisch rumbuggt hier. Aber naja. Haben wir das zumindest auch gesehen. Wenn man hier jetzt aus dem Schiff geht, denn es gibt hier auch ein Schiff auf dieser Map zumindest. Was ich glaube ich auf der letzten Map leider vorenthalten hat. Das hier hat aber leider keine Segel. Und das finde ich ist auch nicht annähernd so cool eingerichtet und so. Naja, das erfüllt ja halt nur seinen Zweck. Und hier ist ein Kran. Und hier sind wieder obligatorisch nicht eingerichtete Häuser. Wie ihr es von mir kennt. Und wir sehen uns auf der nächsten Map. So, das ist die nächste Map. Mal wieder Koop, mal wieder großer Spaß. Das ist unser neuer kleiner Turm, der hier auf der Insel entstanden ist. Und der ist ein etwas anderes Kaliber. Und zwar oben wohne ich, unten wohnte der schlechte Mensch. Das heißt, wir haben uns wieder an den Berg geteilt, wie immer. Hier ist die Brücke und da hinten ist die Stadt, die ich später zeigen werde. Will ich euch jetzt noch nicht spoilern. Also hier unten war so ein kleiner Wohnbereich und hier so ein Küchenbereich mit dem Lagerraum. Hier liegt dann noch eine ganze Menge Stuff. Denn diese Map wurde auch im Survival Mode gebaut. Die davor auch schon. Aber wenn man hier noch weiter runter geht, dann kommt man hier in das Schlafzimmer, stimmt? Mit dem krassen begehbaren Kleiderschrank. Da kannst du dich halt echt einfach reinstellen. Und hier, glaube ich, sollte mal das Badezimmer entstehen oder sowas, was nie fertig geworden ist. Ich besitze übrigens auch keins. Das ist ein ganz schöner Plot-Twist. Das habe ich leider nicht mit einberechnet. Dafür habe ich das später in der Stadt des Öfteren einberechnet. Ja, hier hat man eine coole Aussicht auf alle Fälle. Die Umgebung. Ich habe auch 60 FPS, das ist halt alles easy. Shader ist jetzt auch nicht so demanding. Hier haben wir mal Kühe hochgebracht, das war jetzt ein halt nackt. Wir haben auch, glaube ich, Schweine hochgebracht, aber die sind irgendwann mal abgehauen und gestorben oder keine Ahnung, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Wir hatten auf jeden Fall mal einige technische Probleme mit denen. Ja, hier ist dann.
Ja, noch so ein Wohnzimmerbereich und ein noch nicht fertiger Balkon. Und ja, umso weiter wir hier nach unten gehen, desto unfertiger wird's. Denn theoretisch können wir ja bis zum Nullpunkt bauen und ja gut, so weit haben wir halt nie gebaut. Aber hätte man machen können. Ja, hier ist noch der große Esssaal. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal nach oben. Hier ist meine Küche. Der Abzug ist aber alles schön dekoriert. Das geht jetzt auch nach draußen und alles Mögliche halt. Das ist ein ganz cooler. Hier werde ich essen. Hier ist mein Balkon. Jetzt ist es eh zu spät. Jetzt sehen wir eh die Stadt. Das kann ich da auch mal draufzoomen. So sieht's aus. Da hinten ist die große Burg. Auf dem Berg. Auf dem Schlubach mal irgendeinen hässlichen Klotz gebaut hat. Da Treppe hoch. Hier ist mein Kleiderschrank und ein Crafting Table, den ich nicht anklicken wollte. Hier ist der Red Room, wie auch immer. Und hier ist dann das Arbeitszimmer. Und dann sind wir schon ganz oben. Also ich habe nicht so dekadent viel Platz in meinem Leuchtturm. Hier ist übrigens ein Weg, der führt dann in die Stadt vom Leuchtturm weg. Über die Brücke. Und die Sonne steht noch hoch. Das heißt, das ist alles easy. Und bevor wir in die Stadt eintauchen, Wonnesheim Haus ist verschwunden. Tragödie. Aber dafür sind hier eine Menge neuer Häuser entstanden. Und zwar das hier. Denn ich habe alle Häuser hier eingerichtet. Mehr oder weniger liebevoll. Eigentlich fast alle Etagen. Es gibt auch Häuser, die sind halt noch absoluter Rohbau. Aber die stehen halt alle am Rand. Und wir werden jedes einzelne Haus hier abklappern. Egal wie lange das dauert. So, gehen wir mal hier runter. Jetzt kann passieren, dass ich einige Gebäude und Stockwerke und so weiter auslasse, aber ich glaube, das stört euch jetzt nicht so stark. Naja, vor der Kirche stehen leider noch keine Gebäude, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so schlimm. So, hier ist übrigens der Schmiedeladen. Da werden wir mal reingucken. Der hat hier nämlich eine Menge Rüstungen ausgestellt. Hier ist An- und Verkauf. Ja, hier sitzt dann wahrscheinlich der Schmiedemeister und genießt's. Genau wie hier im Badezimmer, da kann er hart hier in das Wasser kacken. Und ich würde mal sagen, da schmeißen wir mal was rein, denn das kommt alles unten in der Kanalisation an. Ich habe hier nämlich ein komplexes Kanalisationssystem. Und werde ich ja sehen, wo das noch hinführt. Hier drüben ist eine Rezeption und ein Balkon, da kommen wir später zu, was es damit auf sich hat. So, hier unten ist übrigens der Schmied hier, schmeißt da seine Waffen ins Feuer, bevor er draufhaut. Übrigens, der Schornstein geht natürlich vollkommen durch, wie sich das gehört. Von innen wird der Kamin auch nochmal wichtig. Und, ja, ein großer Amboss. So, hier hat er dann seinen, naja, anderen Eingangsbereich quasi. Hier ist sein Ofen von der anderen Seite. Er hat auch eine Menge Kram ausgestellt. Und ja, hier kommen wir wieder zum An- und Verkauf. Er hat hier so ein cooles Muster mit einer Uhr. Was auch immer es bedeuten soll, ich weiß es nicht. Kann es euch nicht sagen. Und hier oben hat er genau noch so ein Schlafgemach und ja, quasi sein Privat. So, hier ist die Kirche. Die wollte ich halt auch noch zeigen. Die ist ganz cool. Aber noch lange nicht fertig. Da muss ich mich wohl auch noch ein wenig ransetzen. Ja, ich habe mal die Treppensteigung hier übersprungen. Wir befinden uns ganz oben. Und gehen wieder runter. Denn oben war die Glocke. Übrigens, sowas hier habe ich alles im Creative-Modus gebaut. Das war auch alles, nachdem der Server schon ausgestaltet war. So, hier ist der Dachboden von dem Deckengewölbe. Da kann man auf alle Fälle drauf. Und sogar kann man hier auch nicht runterfallen. Aber na gut. Da ist schon sogar keine Tür, fällt mir gerade auf. Ich glaube, die machen wir mal rein. Dann seht ihr auch, wie tief das hier ist. Das ist schon hell deep. Und hier steht eine Orgel. Mit einer sehr realistischen Klaviatur. Ja. Hier sind, großen Kronleuchter, wie auch immer die anzünden will, und die Logenplätze, wie auch immer. Die sind hier übrigens so direkt unter dem Dach installiert.
Kann man hier nochmal auf diesen hinteren Dachboden gehen. So, ich bin nochmal zurück ins Dorf gegangen. Hier gibt es nämlich noch eine Menge Häuser, die man theoretisch sich angucken müsste. Aber das sind halt viele so kleine Häuser wie das hier. Ist auch hier einfach nur in so eine Ecke gebaut. Die haben hier oben dann ihr Schlafzimmer und keine Ahnung. Halt sehr primitiv, wie hier manche leben. Und ich würde mal sagen, wir begeben uns mal hier in das Hotel. Und wir schlafen erstmal im Doppelbett von Zimmer 2. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Nein, natürlich noch nicht auf Wiedersehen. Ihr bleibt schön dran. Denn es gibt noch einiges, was es zu zeigen gibt, und zwar dieses gesamte Hotel hier. Und ich glaube, ich zeige das erstmal von außen. Und dann zeige ich mal die Rezeption, und zwar hier. Mit dem krass leuchtenden Schild, warum auch immer, wahrscheinlich weil gerade die Sonne aufgeht. Hier sind, hängen so ein paar Urkunden, wie toll der Laden doch ist. Hier wird noch was bearbeitet. Da hängen leider keine Schlüssel. Hier ist ein Wartungsgang. Und wenn man hier hochgeht, dann kommt hier links, hier rechts, kommt dann das Restaurant, der Speisesaal, hier der, die Küche. Steht da auch drüber. Mit dem offenen Feuer wird hier gekocht. Die krasse blaue Decke. Und hier gibt es noch einen Kühlraum. Der ist auch ganz cool. Ziemlich vollgestellt, aber na gut. Und hier kommt man dann zu dem obligatorischen Wartungsgang, beziehungsweise zum Treppenhaus. Jetzt spielt ja auch nochmal wichtiger. Er ist halt in die Rezeption gegangen und hier geht's halt quasi einmal rum. Restaurant steht da auch. Das ist wahrscheinlich überflüssig, eigentlich müsste das nur Speisesaal oder so heißen. So, ich fange mal bei den Zimmern an. Das erste Zimmer ist. Oh, wir gehen nochmal hier. Die Aussicht ist jetzt echt nicht so spektakulär. Hier Rezeption. Na ja, gut. Jetzt gehen wir mal zu Zimmer 1. Hier ist es. Hier geht's rein. Also das war quasi nur so ein Vorraum. Das ist nicht sonderlich groß. Also groß genug. Ist auch das teuerste Zimmer quasi. Hat hier ein Bett. Und einen Meerblick. Und ein Armor-Stand. Falls er hier so eine Rüstung hinstellen möchte. Hat sogar zwei Armor-Stands. Warum auch immer. Hier geht's in die Kaserne. Welchen Nutzen das hat, weiß ich nicht. Aber vielleicht müssen die Leute mal fliehen hier im Hotel. So, hier ist Zimmer 2. Das ist ein Doppelzimmer. Wahrscheinlich dann auch ziemlich teuer. Und jetzt kommen wir zu den schäbigen Zimmern. Die Einzelzimmer, die schäbiger sind. Zimmer 3. Die bestehen auch nicht aus zwei, sondern das ist halt wirklich nur ein Raum. 5x3 oder was das ist. Mit aber einer ganz netten Aussicht. Und der hier hat eine gar nicht so nette Aussicht. Er guckt hier nur auf die Treppe. Das ist also das billigste Schäbigkeitszimmer, was man sich vorstellen kann. Na gut. Bevor wir nochmal hier hochgehen, das, in den Privatbereich, würde ich mal sagen, wir gehen mal hier ins Badezimmer. Das ist übrigens ganz cool. Erstmal eine Blume reinschmeißen, damit wir die gleich aufsammeln können. Falls die andere schon gedespawnt ist in der Zeit. Hier unten gibt's zur Rezension. Alter, mir fällt gerade echt das Wort nicht an. Das ist ein Witz. Zur Prozession, nein. Zur Rezeption, jetzt habe ich's. So, hier im Privatgemach von dem Typen gibt's übrigens, ja, einen Geheimraum. Ich werde euch niemals verraten, wie man den öffnet. Ja, hier oben ist halt auch noch ein bisschen was, halt alles unspektakulär. Ist halt nur noch so ein Notausgang, alternativer Eingang, wie auch immer. Und so sieht der ganze Laden von außen aus. Und ja, das ist schon echt ganz nett. Ja, das ist die Hafenkaserne. Und weiß nicht, was man dazu erzählen soll. Mein Mund wird schon ganz pappig vom vielen Rumgerede hier. Da ist übrigens das Leuchtturm. Da ist der Leuchtturm. Hier ist die Kaserne. Hier sind übrigens meine ganzen Sachen. Da habe ich mal ursprünglich meine Sachen rausgeklaut, damit es halbwegs so aussieht, als hätte ich die mal hier gelegit. Das ist ja alles erspielt, was natürlich eine große Lüge ist, denn das meiste hier ist im Creative gebaut. Und das ist nachträglich erst entstanden. Ja, hier ist auf jeden Fall eine typische Kaserne. Hier gibt es eine Menge Betten.
Hier ist einer der Türme. Dann sieht das von außen aus schön mit der Mauer zum Verteidigen. Hier ist ein anderer Turm. Und hier hängt auch mal wieder eine Karte drin, ne? Ich mag die Karten halt echt gerne, vor allem, dass man die so cool connecten kann. Und ja, das ist die Stadt. Mal gucken, wie groß die noch wird. Falls ich daran jemals wieder weiterbauen sollte. Das ist halt immer das Problem. Ich fange dann meistens immer eine ganz neue Map an, anstatt dann irgendwelchen alten Sachen weiterzubauen. Und ich hätte auch mal wieder Lust, mit anderen Leuten zu spielen. Ein bisschen mehr Kraft. Deshalb, ich weiß es nicht. Übrigens, wenn wir den anderen Turm jetzt hier hochgegangen wären, dann wären wir hier zum Chef gekommen. Zum kasernenvorstehenden Generaltypen. Hier wäre es übrigens wieder in das Hotel gegangen, zu Zimmer 1. Und ja, hier könnte man halt potenziell hochgehen auf den höchsten Turm der Kaserne, um den perfekten Blick aufs Meer zu haben und im Notfall die Alarmglocken zu bimmeln, dass es jetzt Zeit für Krieg ist. Krieg. Und hier ist halt der Hafen. Und jetzt hier unten gibt es eine Kanalisation. Das ist die Kanalisation. Und da ist die Blume. Ich weiß nicht, ob wir die andere Blume noch finden. Ich sehe sie zumindest gerade nicht. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Hier gibt es jetzt auch so ein Loch mit einer Höhle. Und hier ist der große Stadtbrunnen. Das ist ganz witzig. Auch wenn nicht wirklich realistisch, weil eigentlich ist das ja Grundwasser, was man da sieht und nicht runterfließendes Wasser. Aber fixen wir jetzt mal wieder und dann klettern wir mal hier hoch. Und stehen dann hier vor der Hafenmeisterei, wo ganz schön viel Kram auf dem Boden liegt und die Sonne steht auch noch ganz gut. Aber bevor wir mal reingehen, das ist halt hier die Hafenmeisterei, wie schon gesagt. Das Ende ist wunderschön und authentisch. Das ist ja halt mit so einem großen Vorbaubogen, wirklich gar keinen Zweck hat. Hier ist die Verwaltung, das heißt, hier kann man mit dem sprechen. Das ist vielleicht auch ein Händler. Das heißt, mit dem kann man wahrscheinlich auch wunderbar handeln. Und er hat hier seine Küche. Wie viel Zweck die da erfüllt, weiß ich nicht. Und sein Badezimmer hat er hier direkt daneben. Falls mal einer seiner Gäste muss. Und ja, hier hat er ein Aquarium. Denn hier oben empfängt ja meistens immer Gäste. Und zwar da hinten in der Ecke sitzen die dann und beraten sich, wenn groß was ist. Und der hat auch schön Meerblick. Ich gehe mal davon aus, der hat auch eine Frau, die kann dann auch nicht was zu essen bringen, wenn es sein muss. So war das ja damals noch. Vor Emanzipation. Hier ist der Privatbereich auf jeden Fall. Und hier ist zugemauert. Das ist eine lustige Geschichte hier, sein Schlafzimmer. Denn er hatte wohl mal Geldknappheit und da musste er wohl diesen Teil hier des Gebäudes verkaufen. Oder vermieten und da hat er das hier so provisorisch zugemauert. Und der hätte noch einen ganz coolen Balkon. Ja, das war's eigentlich. Aber kommen wir mal zur Burg oben. Und da gibt es erstmal einen üppig geschmückten Speisesaal mit Innenbalkon. Und eine diagonale Galerie mit fast nicht zu durchschauenden Fenstern. Also muss diese Festung schon wirklich sehr alt sein. Der türkise Boden scheint auch ziemlich teuer zusammen, weil guckt euch mal an, wie der glänzt. Der glänzt ja wie nichts anderes. Und das ist ein ziemlich billiger, aber effektiver Trick, wo ich das gespiegelt drunter gebaut habe, was ziemlich viel Aufwand ist. Der hat übrigens auch eine Toilette. Und da müssen obligatorisch Blumen reingeschmissen werden, habe ich herausgefunden. Und der hat übrigens auch die Uhr. Die war auch beim schlechten Menschen unten zu finden. Und hier sollen halt mal die königlichen Gemächer anstehen. Da habe ich jetzt noch nicht so viel gemacht. Also hier hat er halt sein Schlafgemach. Zumindest das. Mit einem Spiegel oder einem Aquarium. Das Wasser hinter. Und natürlich wunderschön im Seeblick. Ist natürlich anzuzweifeln, dass er sonderlich sicher ist. Und hier befindet sich übrigens ein Wehrgang. Falls das Militär mal hier raus muss. Zumindest zur Seeseite sich zu verteidigen. Weiß diese Burg, weil von der Stadtseite brauchen sie ja hoffentlich nicht mit dem Angriff rechnen. Und wenn nicht, werde ich da halt auch noch irgendwie was hin machen, um das zumindest von der Seite auch noch zu schützen. So, ich habe mal hier in dem königlichen Gemach geschlafen. Ich scheine wohl ziemlich wretched zu sein, um sowas zu tun.
Ja, hier kann man noch hoch. Hier geht das quasi in den Hauptturm. Das Herzstück dieser Burg. Und, ja. Weg von den königlichen Gemächern. Und, hier oben ist nochmal so ein Raum für die Soldaten. Da können die sich dann hinsetzen und Schichtwechsel treiben, was auch immer, und sich ausruhen. Hier hat man einen wunderschönen Blick auf die Kirche und man sieht, die Burg ist fast so hoch wie die Kirche, also es verfehlt halt echt nicht viel. Wenn da mal eine Flagge dran weht. So, ich bin nochmal hier in den Speisesaal gegangen. Und dieses Treppenhaus hier ist unendlich. Man kann hier auch links statt rechts abbiegen. Und hier wird es mal weiter runtergehen, wenn dann auch noch Vorgebäude kommen und ein Vorhof von der Burg und was weiß ich nicht alles. Hier ist quasi der andere Turm nochmal geklont. Hier kann man also auch drauf. Und die Aussicht genießen über die Länder dieser Welt. Und werde, glaube ich, keine Musik hier hinterpacken, weil mir das einfach zu viel Arbeit wäre, so viel Musik rauszusuchen. Ja, hier ist ein Innenbalkon. Der Innenbalkon vom Speisesaal. Kein anderer. Der ist auf jeden Fall ganz hip. Und hier oben ist der große Schlachtraum, War Room, wie auch immer. Hier hängen die wichtigen Karten, die Karten vom eigenen Gebiet, die Karten vom feindlichen Dorf. Ja, das gefährliche feindliche Dorf von Steven, was er ursprünglich gebaut hat mit Meeresblick. Hier kann man dann auch alles sehen. So sieht übrigens der ganze Laden von außen aus. Ziemlich verwinkeltes Teil mit Blick aufs Meer vom Raw Room aus und sieht man die Diagonalfenster auch. Und ja, zur Außenseite auf alle Fälle besser verteidigt als zur Innenseite. Die Stadt hier auf jeden Fall macht schon mal einen ganz fetten Eindruck. Da wird auf jeden Fall noch was. Und wir fliegen mal hier zum feindlichen Dorf. Wir hätten auch einfach da unten den Wanderweg nehmen können, aber wäre viel zu einfach gewesen. Ja, klar, Steven hat hier wohl auch nicht alles fertig gebaut. Aber na gut. Zwinge ich ihn ja auch nicht zu. Das ist auch schon so lange her, dass das hier gebaut wurde, deshalb juckt mich das nicht. Aber der hat ja auch schöne Gegenden. Natürlich die Taverne hier, die mag ich echt gerne. Diesem Hintergrundmuster. Und kann man sich scheinbar die harten Sachen von der Bong aus reinziehen. Der hat ja auch viele Felder. Ist halt so ein typisches Felddorf. Und die schlimmste Treppe der Welt. Und das ist die Treppe, um zu ihm nach unten zu gehen. In sein Lager. Und zu seinem Portal. Und ja, dann sind wir quasi auf der anderen Meerseite, denn diese ganze Map hier, wo wir uns auch befinden, ist eine große Insel. Das heißt, die ganze Stadt steht auf einer Insel und das ist eigentlich ganz cool, finde ich. Und wir klauen ihm mal was, würde ich sagen, oder? Ja. Ja, nee, machen wir doch nicht. Egal, wir gehen mal hier durch das Portal. Nein, das war natürlich ein schlechter CGI-Trick, dass ich hier nicht irgendwo im Nirgendwo gelandet bin. In der NASA, sondern in einem anderen Gebäude. Und zwar handelt es sich hierbei um einen Außenposten. Und die wurden ursprünglich vom Venom Ranger entworfen, diese Außenposten. Und waren einfache Hütten. Aber ich habe mir überlegt, komm, die eine kannst du zumindest mal ausbauen. Und die hat halt hier ihr Portal und einen kleinen Hofschmiedsbereich, wie auch immer. Was auch immer, vielleicht um Pferde in Stand zu halten. Er hat hier seine Karte hier oben hängen. Die lasse ich da wahrscheinlich nicht hängen. Und von außen auf alle Fälle ein cooles Gebäude, finde ich. In dem Stadtlook, aber auch in so ein bisschen ländlicheren Look mit dem Shoppen daneben. Und da hinten befindet sich noch eine Brücke, die ich nicht mit Weg angeschlossen habe. So, wenn wir mal hier den Weg aber wandern, der in der anderen Richtung war. Der ist nämlich höchst spannend, dieser Weg. Wird auch kein leichter sein, denn wie man sieht, besteht aus äußerst vielen Steinen. Und man bleibt hier äußerst häufig hängen. Und wird hier aber so eine wunderschöne Brücke. Und da hinten sieht man es schon. Der Grund, warum hier alles so ist, wie es ist. Was macht der denn hier? Runter vom Geländer. Ach, jetzt ist das hier so duster. Ist auch nicht viel heller. Komisch, weil die Sonne so komisch steht. Naja, habe ich auf jeden Fall wieder so eine kleine Diagonalbogenbrücke gebaut. Und hier ist ein Schloss. Und das ist der Grund, warum ich eigentlich wieder angefangen habe, Versailles weiterzubauen. Beziehungsweise neu zu bauen. Das ist, weil ich hier
hier schon angefangen hatte und gemerkt habe, wie viele Möglichkeiten es mit den neuen Blöcken jetzt gibt. Und naja, damit befinden wir uns beim Schloss Versailles, bei meiner aktuellsten Map, bei der es natürlich nächste Woche vielleicht weitergeht, vielleicht auch erst übernächste Woche. Ich garantiere mal wieder für nix, weil C-Scans habe ich auch noch, glaube ich, auf Vorrat, beziehungsweise muss ich da noch ein bisschen provozieren, provozieren, ja. Aber wir sehen uns dann in einem anderen Video und dieses Video ging echt, jetzt echt verdammt lange. Aber naja, bis dahin. Tschüss.